So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom letztes Mal haben wir den Turm gemacht, wir haben Maronus getroffen, wir haben mehrere Schreine gemacht, wir haben hier in der Himmelswelt hier oben haben wir ein Wettrennen durch Ringe gemacht und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze Menge passiert. Das heißt, noch kann man behaupten, dass es noch nicht so den... Also es gab noch nicht so viele Parts, in denen, nicht etwas, in denen kaum etwas passiert ist. Was ich ganz gut finde. Und ja, wir sind hier in der Nähe von so einem Loch. Aber da will ich eigentlich jetzt nicht rein. Muss ich gestehen. Das sollen wir mal kurz gucken? Sollen wir mal kurz wieder in den Untergrund gucken? Denn theoretisch ist ja hier direkt ein Schrein. Also wir müssen ja direkt hier so eine Wurzel auslösen können. Selbst wenn da jetzt... Na, selbst wenn da jetzt nicht so... Selbst wenn es da unten jetzt nicht so cool ist, zumindest den Schrein müssen wir ja gleich auslösen können, die Wurzel. Ja, komm, Abflug. Was soll's. Ach, da ist er nämlich auch schon, die Wurzel. Easy. Sehr schön. Zock. Okay. Die goldene Frage ist jetzt, ist hier unten irgendwas spontan zu sehen, was uns interessieren könnte? Ja. Da ist so eine Statue schon mal wieder. Mit einem Ballon, ja, okay, okay, I see. Ah, nicht ein Jäger. Forscherin, ja, Jäger, natürlich. Du kriegst von mir Leuchtsamen. War klar. Ist zumindest nur einer, ja? Okay, gut. Waffe ganz schnell. Oha, wie viele ich von den Dingern mittlerweile habe. Hier, zack. Ach, schade. Bruder! Du kannst mir nicht entkommen. Sehr schön. So, aber da unten war irgendwas los. Da hat so Fragezeichen aufgezeigt. Ach, das sind... Mistviecher. Ja, die lassen wir mal schön in Ruhe. Die lassen wir mal schön in Ruhe. Aber hier ist ein Ballon, ne? Also das ist auch immer... So eine Sache, wo will man denn hier mit einem Ballon hin? Warum will man denn hier einen Ballon starten? So, ne? Das ist auch immer interessant. Ist da oben irgendwas, dass ich da... Ich sehe es halt nicht. Ach, da komme ich her. Der Ballon führt wahrscheinlich einfach zurück. Das ergibt... Ja, das ergibt natürlich Sinn.
Das sind auch wieder Gegner. Ja. Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt hier großartig umgucken will. Man braucht ja doch immer ein bisschen, bis man hier was gefunden hat. Ich denke mal. Ich denke mal, wir würden eher hier wann anders nochmal herkommen. Außer ich finde jetzt ganz schnell noch irgendwas richtig Cooles. Donnerblumen. Ich meine, Donnerblumen sind cool, weil, ne, sind Bombenpfeile theoretisch. Nichts, was ich jetzt unbedingt liegen lassen möchte, aber auch nichts, weshalb ich jetzt hier unten rumlaufe. Hier ist wieder so ein Flugding. Oha, was seid ihr denn? Irgendwelche Maschinen auf jeden Fall, aber die tun auch nichts. Ah, wahrscheinlich, weil sie nicht auf dem Boden steht. Ja, okay. Da ist sowas hier wieder. Ja, bestimmt kann man hier wieder was Cooles bauen, wenn man wüsste, wie es geht. Die ganzen da nehmen wir noch mit. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Irrlichter. Auch wenn wir immer noch nicht wissen, wofür, aber hey. Ja. Ist okay, wir haben es entdeckt. Gehen wir mal wieder hoch. Gehen wir mal wieder nach oben. Und zwar zum Turm direkt. Da waren wir ja ursprünglich. Ich bin ja eigentlich im letzten Part, wollte ich ja nur kurz den Turm aktivieren und dann habe ich ja ganz viele Dinge gesehen, die mich abgelenkt haben. Und jetzt kehren wir wieder dorthin zurück, wo wir ursprünglich waren und wir wollten uns ja in Richtung des Tempels bewegen. Da wollten wir ja eigentlich hin. So. Und der Tempel ist in der Richtung. Sieht man da irgendwas? Nee, aber da sind auch die Hebraberge. Ja, da wollen wir eh hin. Ja, genau, das passt perfekt. Und der Turm dafür ist dann wahrscheinlich der hier. Aber zum Tempel kommen wir ja auch so ganz gut. Ich könnte mir denken, dass da unten wieder irgendein Gegner ist. Das sieht aus wie so eine kleine Arena. Weiß es nicht. Will ich dann da überhaupt hinfliegen? Es zieht mich schon wieder dahin, aber ich werde es gleich bereuen. Da liegt bestimmt in der Mitte ein Hinox oder irgend so ein Viech. Irgendwas liegt da in der Mitte gleich rum. Nee, nicht mal. Ich konnte nicht mehr. Oh, Mist. Ich konnte kein Dings mehr. Habt ihr gemerkt? Habt ihr selber gemerkt?
Neuer Versuch. Diesmal mit drei Herzen fliegen. Zwischenlandung. Ja, man könnte jetzt hier auch so viel hier unten erkunden noch so, aber ich will jetzt mal kurz mir dieses Ding anschauen. Äpfel. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Nee. Okay. Ist auch in Ordnung, wenn da nichts ist. Bin ich nicht böse. Es wirkt nur so, als ob hier irgendein Gegner wäre. Weiß es noch nicht. Haben wir das schon fotografiert? Nee, Feuerfrucht haben wir noch nicht fotografiert, siehst du? Jetzt haben wir sie. Wichtig für Feuerpfeile. Die Glutlibellen haben wir auch noch nicht. Das war auch keine. Jetzt aber. Yes. Okay. Okay. So, was ist jetzt hier in diesem Gebilde? Das ist doch nicht einfach nur nichts. Marita Umschlagplatz. Brunnen. Rein da. Oh, ich kann da gar nicht rein. Okay. Oh. Hier ist so ein komisches Viech. Das ist jetzt nicht so, was ich bestellt habe. Ja, das ist nicht so, was ich bestellt habe. Ich glaube, da muss man, wenn man bei den Dingern ist, muss man irgendwie auf einen hohen Punkt gehen oder so, ne? Achso, jetzt ist es von selber weg. Ah, okay, und die hinterlassen immer diese Finsterdinger. Die ich nicht fotografieren kann. Okay, Finsterklumpen kann man nicht fotografieren. Okay, aber interessant. Also die hauen auch wieder dann ab. Das ist jetzt irgendwie von selbst abgehauen. Aber kommt es jetzt wieder, wenn ich mich hier in der Mitte nähere? Also ist es immer hier? Nö. Huh. Aber es war schon gezielt hier in der Mitte. Soll ich mal kurz was testen? Oh, lol. Haben wir schon wieder Blutmond? Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Oh ja, doch, die Dinger geben auch immer Zeug. Röstbarsch. Okay.
Aber ich will es eigentlich nicht hier alles hoch und runter werfen. Ist jetzt irgendwas außerdem? Ich will es hier. Ich denke, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter, wir kriegen eh gleich einen Blutmund in die Fresse gedrückt. Ja, da geht schon los. Da geht schon los, der Spaß. Okay, lasst mich einfach in Ruhe da drüben. Und wir gehen hier in die Richtung weiter. Wenn des Blutmonds ja, ja, halt die Klappe, Zelda. Halt die Klappe. Wissen wir doch. Aber was interessant ist, wenn Zelda in dieser Vergangenheit gelandet ist, dann kann die Zelda, die wir gesehen haben, nicht unsere Zelda sein. Na? Das ist mal so eine Kenntnis an der Stelle einfach. Das da sieht doch aus wie so ein Tempel, oder? Ist das der Tempel, den wir brauchen? Ich würde mal hinfliegen. Weil da kommt jetzt die neue ja, doch, das ist der Tempel, den wir brauchen. Das ist genau das, was wir suchen. Oder zumindest sowas Artiges. Der ist was Ähnliches vielleicht. Wir werden sehen. Krori. Noch einer. Jetzt haben wir sie. 5 Stück, Mensch. Du willst ja hier meine Pfeile komplett verbrauchen, mein Freund. So. Okay, weiter in der Richtung. Ja, doch, doch, das ist genau hier. Vergessener Tempel. Nice. Und wenn das Pferd hier ist, dann sind die auch hier im Pau und Dings. Okay, wie komme ich da jetzt am schnellsten hoch? Wahrscheinlich Deckensprung. War das nicht der Tempel, wo es in Breath of the Wild so einen ganz langen Gang mit ganz viel so Wächtern gab? War das nicht genau dieser Tempel? Sind wir jetzt hier? Ich glaube, ja. Sehr schön. Okay, höher. Höhe ist ja nicht das Problem. Wenn Decke über mir ist. Ja, doch, das ist genau der, dieser Gang-Tempel-Dingens. Ah, hier ist er sogar. Oh, Link, du bist ebenfalls hier. Impa hatte geschlussfolgert, dass es hier oben etwas geben muss, das mit den Geoglyphen in Verbindung steht. Diesen Ort zu erreichen war gar nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Dann jedoch wurde Impa ungeduldig. Als ich sie nur für einen Moment aus den Augen ließ, war sie schon in den Tiefen des Tempels verschwunden. Alles klar. Wir gehen rein. Die Tränen des Drachen. Ja, hier waren ganz viele so Wächter. Die sind jetzt alle weg. Aber das heißt dann, ich kann hier recht ungefährlich durch.
noch einen Bockbogen. Ich gehe mal hier lang. Oh, das kennen wir noch gar nicht. Was haben wir hier? Fröstling, alles klar. So. Da ist der Pfeil hingerollt. Nein. Warte mal. Sehr schön. Da hinten ist ein Schrein. Okay. Wie in Breath of the Wild auch. Da war auch ein Schrein da hinten. Das sind ja nicht viele eigentlich. Müssen wir uns mit denen anlegen können, oder? Eigentlich müssen wir uns noch mit denen anlegen können. Ich speichere mal kurz vorher. Und dann nehmen wir die mal raus. Tschüss. Das wollte ich nicht. Ach so, warte mal. Also klar, es würde so gehen. Aber dann müsste das ja auch funktionieren. Ah, das ist meine kostenlose Variante, Sachen kaputt zu machen. Nee, will ich nicht, danke. Ich verstehe. Hä? Oh, Eisfrucht. Erstmal fotografieren. Dann sind das Eispfeile. Wenn ich die an die Dings packe, dann sind das Eispfeile. Oh. Oha. Die hätte ich ja nie gefunden. Gut, die war jetzt auch nicht so dramatisch wichtig, aber gut versteckt. So, jetzt ist natürlich das Problem, dadurch, dass ich jetzt hier runter bin. Muss ich mir jetzt wieder den Weg darüber bauen. Na gut. Wir waren ja gerade drüben, aber ist okay. Dafür sind ja die Sachen hier. Lol. Frostkraut, okay. Ach, shit. Nein. Ah.
hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Es war so klar. Ich hab's genau gewusst, dass das passiert. Okay, wir starten bei der Truhe. Okay, kann ich leichter hier wieder hoch? An der passenden Stelle vielleicht mit einem schönen Deckensprung. Ah! Erwischt! Oh, na toll. Ah, trotzdem ist es ein großer Teil, den ich jetzt nur noch hochklettern muss. Prima. Okay, dann können wir nämlich in die Richtung weitergehen, wo wir ja eigentlich hin wollten. So. Ist hier unten noch irgendwas Spannendes? Ja, das können wir jetzt nochmal fotografieren. Das haben wir gerade nicht gemacht. Genau. So. Sehr schön. Okay, dann gehen wir hier hoch. So. Bockschild. Hat es funktioniert? Nein. Jetzt aber. Gut. Nein. Hallo. Okay, so. Oh, ich muss da hoch. Wirklich? So. Toll. Sehr schön, da wollen wir hin. Okay. So, mal vorsichtig gucken, was mich noch von dem Schrein trennt. Das wollte ich nicht. Aber jetzt hat es jedenfalls jeder gehört. An sich trennt mich nichts mehr von dem Schrein, ne? Ich kann dahin. Abflug. Ja, dann lösen wir den doch gleich mal aus. Da steht auch schon Impa rum. Okay, prima. Das ist dann unser Achter. Kombinationsgabe, das klingt nicht nach schnell. Schauen wir mal, was ich tun muss. Kann ich die alle Sachen, kann ich alles hier tragen? Oh boy. Ach so. Ach so.
Ja, jetzt verstehe ich das. Okay, also ich soll da die Dinger draus basteln. Ja, also dann so. Und den anderen dann. So. Ja, okay. Denn wenn das so ein Schrein ist, dann ist das schon eine ganz andere Geschichte. Ich dachte, ich muss Sachen miteinander kombinieren. Verschiedene Fähigkeiten und so Kram. Machst du bitte hier nichts mit Feuer? Danke. Flammenwerfer. Diese wilden Flammenwerfer-Dinger, ey. So. Und wir müssen mehr bauen. Ja, es muss ein kompletter Würfel werden. Wo sind die Dinger zum Bauen? Da, okay. Ja, okay, alles klar. Da ist die Truhe. So. Okay. Dann setzen wir das jetzt mal zusammen. Also, wir haben hier hinten ein Loch. Und wir haben hier vorne so diese ganze Fläche. Okay. Wir haben zur Verfügung dieses Stück. Alter. Dieses Stück. Wir haben zur Verfügung dieses Stück. Und wir haben zur Verfügung das hier. Und das ist flach, ne? Ja, okay. Dann muss das Flache hier hin. Nein, andersrum. Ja, so. Dann muss dieses Stück ja so hier hin. Genau. Warte, geht es nicht da drunter jetzt? Doch, sitzt doch eigentlich ganz gut. Ja. Und jetzt muss das Stück noch ran. Nur möglichst ohne, dass euch alles verschiebt wieder. So. Ah, das hat noch nicht ganz hingehauen. Das haut noch nicht ganz hin. Dann müssen wir das nochmal drehen. So, und das muss andersrum. Ja, genau so. Easy. Sehr schön. Cooler Schrein. Truhen haben wir, ne? War ja nur die eine. Jawohl. Super. Red mal mit Impa. Und wir haben schon zwei Herzen, die wir jetzt auffüllen können. So muss das. Bisher wirklich der erste Schrein, den ich gemacht habe. Einfach der erste Schrein war direkt ein Problemschrein und alle anderen laufen. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. So, wo kann es nur sein? Oh,
Oh, Link, danke für deine Hilfe mit dem Heißluftballon. Irgendwo in diesem Tempel muss sich etwas befinden im Zusammenhang mit den Geoglyphen. Ich suche danach, doch bisher bin ich nicht fündig geworden. Bei der Größe dieser Kammer ist das auch schwierig. Wo kann es nur sein? Okay. Dann helfe ich dir mal suchen, wa? Habe ich? Ich habe noch, glaube ich, habe noch keine Wildbären fotografiert. Die haben mir immer wieder... Ja. Die hat es mir immer wieder nicht angezeigt. So. Haben wir die auch endlich mal fotografiert. Okay. Ja gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier weiter tiefer rein müssen. Und dann werden wir schon finden, was wir suchen. Oder auch nicht. Das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Das ist eine ziemlich eindeutige Karte. Ah, kann ich nicht mitnehmen gerade. Oh, das ist die Statue der Göttin. Die ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier geht's noch weiter. Was kommt denn jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind die sieben Weisen. Also ich weiß ja nicht, warum Imper es nicht geschafft hat, bis hierher zu laufen, aber sie bleibt da vorne stehen. Na gut. Oh, Sonnenfleckchen! Cool. Dann gehen wir mal weiter, wa? Aber wenn das die Halle der Weisen ist, oder sowas ähnliches... Das markiert die Orte, wo die Dinger sind. Ja, ich meine, die findet man eh von oben, aber das markiert die Orte. Ich gehe mal runter. Okay, Sequenz. Ja, jetzt haben wir es auch gefunden. Ja, der war schwer zu finden, Imper. Einfach gerade weiter durch. Oh, dieser Raum. Imper, auch wir sollten uns hinabbegeben, um unsere Erkundung aus der Nähe fortzusetzen. Und wie kommt sie jetzt darunter? Ja, okay, alles klar. Diese Abbildung an den Wänden. Könnten das nicht die Geoglyphen sein? Was mag das alles nur bedeuten? Ich glaube, bei der Abbildung ganz links an dieser Wand handelt es sich um die Geoglyphe, die wir als erstes sahen. Und die nächste Abbildung? Laut der Karte auf dem Boot müsste sie sich nahe dem Dorf der Orni befinden. Auch die anderen an dieser Wand abgebildeten Geoglyphen scheinen in der Karte am Boden verzeichnet zu sein. Ich kann es kaum fassen, dass es einen solchen Ort hinter diesen Ruinen gibt. Es heißt, dass während des Kataklysmus, als Prinzessin Zelda verschwand, in ganz Hyrule Geoglyphen auftauchten. Ich frage mich, wie in Zusammenhang mit den Bildern hier stehen. Jetzt ist Eile geboten, wir sollten uns umgehend nach den anderen Geoglyphen umsehen. Imper, wie wäre es mit einer kleinen Pause? Link, wenn du während deiner Reisen auf eine Geoglyphe stößt, solltest du sie sorgfältig studieren. Vielleicht erwarten dich auch bei den anderen Geoglyphen geheimnisvolle Visionen wie jene, die du bereits hattest.
Es ist durchaus möglich, dass wir mit Ihrer Hilfe etwas über den Verbleib von Prinzessin Zelda erfahren könnten. So sieht's aus. So sieht's aus. Und die haben wir schon. Eine Träne für eine Träne. Okay. Gut. Das ist die, die wir haben. Passiert hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Gut, dann sollte es das hier gewesen sein, glaube ich. Das ist das Schloss, jetzt kapiere ich das erst. Das ist der Vulkan. Okay. Alles klar. Die haben einfach die Treppe gefunden. Ich frage mich halt, ob hier noch irgendwo eine versteckte Truhe oder sowas ist, aber ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal sehr, dass nicht. Dass ich jetzt hier einfach rausgehen kann. Hier geht's auch nur runter, ne? Okay. Gut. Dann wählen wir den spannenden Weg nach draußen. Jetzt geht's aber richtig weit nach oben. Yo! Jetzt bin ich aber richtig weit nach oben gedüst. Okay, und da geht's dann zu den Orni, die im Eis verschwunden sind, irgendwie. Es würde mich nur kurz interessieren, ob man diese Kuppel auch von oben irgendwo findet, wo es Licht reingeschienen hat gerade. Das muss doch dann irgendwo da sein. Wo hat denn das Licht jetzt da von oben reingeschienen? Hä? Oder ist es nochmal eine Stufe tiefer? Na, egal. Ist egal. Geh nochmal da hoch, Link. Bleib doch mal locker. Da ist ein Turm. Mit Kataklysmen. Da ist auch eine Dings, eine Geoglyphe. Jetzt regnet's wieder, ich krieg zu viel. Da ist der andere Turm. Okay, aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein für meine Aufnahmesession. Es sind wieder einige Parts zustande gekommen. Ich denke, das reicht fürs Erste. Jetzt gucken wir nur mal, ob die Kleidung, die wir haben, das interessiert mich jetzt noch. Ah, ich habe die Hose noch an, okay. Ob die kälteschutztechnisch ausreicht, ich fürchte nämlich nicht. Ich fürchte, ich kriege gleich kälteschutztechnisch voll auf die Mütze. Der Typ mit seinem Schild, ne? Ach komm, helfen wir ihm wieder kurz.
Na, wieso kann ich das denn nicht jetzt da anheften, hä? Ach so, an das Schild kann ich es nicht anheften. Aber ich kann das so machen. So, jetzt lass doch mal los. Ach, das ist der gleiche. Ja, moin. Ja, logisch ist der gleiche. So, es ist schon wieder. Du kannst loslassen. Oh. Ups. Upsi. Okay, also neues Rätsel. Das ist jetzt seitlich gestürzt, ne? Na, siehste. So. Wunderbar. Yay. Fleischreisbällchen. Donnerblume. Bis zum nächsten Mal, Kollege. Witzig, dass wir den schon wieder gefunden haben. Sehr witzig. Okay, so. Ich will immer noch ins Schneegebiet und gucken, ob ich da jetzt noch mehr Hitzeprobleme bekomme oder alles gut geht. Und wir werden es gleich wissen. Lasst mich in Ruhe. Ah, wirklich. Noch überlebe ich. Noch hat keiner gemeckert bei mir. Aber es geht, glaube ich, jetzt erst los. Oh, aber es scheint zu halten. Die Hose reicht wohl aus. Gut, dann haben wir keinen Stress hier. Super. Dann können wir uns beim nächsten Mal ja tatsächlich Richtung Orni begeben. Hat er mich jetzt gesehen? Ach komm, nee. Ich will nur schnell hier speichern. Das müsste jetzt nämlich der... Ach komm. Und das müsste jetzt nämlich der Stall sein, wo dann die Redaktion sich niedergelassen hat. Das muss genau der Stall sein, wo die Redaktion sich niedergelassen hat. Okay. Gucken wir noch kurz rein? Komm, wir gucken noch kurz rein. Vielleicht geht er ja schnell. Wenn er schnell geht, mach mich noch schnell. Ansonsten, wenn er lang aussieht, mach mich das nächste Mal. Wenn er lang aussieht, mach mich das nächste Mal. Mut zum Fall. Also hier schon mal nicht.
Also, wir brauchen wieder eine kleine Kugel hier. Okay. Alter, das ist doch ein Tor, ne? Das kann ich doch aufmachen. Tun die mir weh oder was tun die? Das tun die. Okay, die lösen die Falltür aus. Interessant. Beta-Krieger-Konstruktoren, okay. 8 Synthese-Angriffsstärke, ja moin. Let's go. Oh, hier geht's gar nicht weiter, das ist schlecht. Ah, wobei, doch, hier geht's weiter. Und wie es hier weitergeht. Und hier ist jetzt der Mut zum Fall. Okay. Easy. Okay, jetzt sind wir hier durch. Ah, oh, noch einer. Oder, aber die tun mir halt immer noch richtig dolle weh, ne? Das ist... Also das bleibt das Problem. So, was gibt's hier Hübsches? Wow. Alter Holzschild. Hartholzstock. Okay. So. Haben wir alle Truhen? Nein. Da ist noch Luft nach oben. Ja, wir essen erstmal was, bevor ich jetzt drauf gehe. Das wollen wir natürlich nicht. Irgendwas, was einfach nur heilt. Ja, das reicht aus. Oh, da hinten sind... Oh. Oh, das ist nicht gut. Mann. Den habe ich erwischt jetzt. Yes. Ach lol. Ach lol. Ich kann hier runter. Aber jetzt nicht mehr.
Ja, gut. Dann halt so. Okay. Jetzt haben wir alle Truhen, weil die ja dazugehört. Ja, jetzt geht's wieder nach oben. Der hat richtig Bock gehabt. So, und die Materialien von dem anderen müssen auch noch hier rumfliegen. Jawohl. Sehr gut. Okay, wie komme ich jetzt daran? Mit dem Schlüssel. Of course, mit dem Schlüssel. So, und das Ding muss jetzt aber an den Anfang zurück. Ja, gut. Ist der Weg jetzt schwer zurück oder ist das jetzt einfach nur Rolllaufen? Ach so. Lol. Okay, das wird ja lustig. Let's go! Hui! Ich brauche meine Kugel, bitte. Okay. So, du kannst jetzt rumfliegen, wo du willst. Ich brauche nur meine Kugel. Sehr schön. Noch ein Erfolg zum Schluss. Prima. Also aktuell läuft's. Bin mal gespannt, wie weit wir nächstes Mal kommen zu den Orni. Vielleicht. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und sage Tschüss. Diesmal wirklich.